Willkommen zurück zu Let's Play The Evil Within. Wir befinden uns jetzt an einer sehr blöden Stelle, wie ich finde. Ich hatte ja in den Folgen zuvor schon mal erwähnt, ich habe es ja mit einem Kumpel schon mal angezockt, was ja auch eine Weile her ist. Und weil es eine Weile her ist, ist es für mich wieder total blind. Aber an diese Stelle kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. Hier geht's richtig ab. Und hier können wir auch viel falsch machen. Ja, Sebastian, die Waffe ist nachgeladen. Schön, dass du das mal checkst. Was habe ich denn alles noch so? Ich habe noch 9 Schuss. Okay. Also 9 Schuss in Reserve und 6 im Magazin. Und Spritzen habe ich auch noch 2 dabei. 5 Streichhölzer habe ich immer noch am Start. 1 Schlüssel habe ich auch. Okay. Muss nochmal gucken. Wie mache ich jetzt hier was? Das war der Schleichmodus, genau. So war Zielen, alles klar. Na, dann wollen wir doch mal. Immer gründlich umgucken. Wir können ja auch hier bei diesem Spiel einige Sachen immer zerstören und das sollte man auch machen. Wer bist du denn? Dich fackel ich mal gleich an. It's Barbecue Time. Sebastian, wenn der kalt ist, jetzt hast du nochmal die Zeit dazu, dich zu wärmen. Hier würden nochmal Spritzen rumliegen, aber da ich ja voll bis oben hin bin, kann ich die leider nicht mitnehmen. Aber hier waren nochmal 300 Gel und die nehmen wir natürlich auf jeden Fall mit. Das brauchen wir ja auch immer, um unsere Waffen zu verbessern. Ich hoffe, wir werden auch bald mal wieder einen Spiegel finden, wo wir dann wieder zu der netten Krankenschwester rein könnten. Das kann ich nicht kaputt hauen. Oh, da hängen ja welche. Hey, warum hängt ihr da einfach so rum? Was fällt euch ein? Oh, was lag denn da? Ach ja, eine Flasche. Wo war denn die Flasche? Flasche? Wo war die Flasche? Ach da. Okay, aber die nehme ich jetzt nicht mit. Sebastian, mach hier nicht so einen Krach. Denk dran. Wir müssen hier voll inkognito vorangehen. Den fackel ich auch ab. Wenn ihr irgendwo irgendwelche Leichen seht, fackelt die auf jeden Fall immer an. Vielleicht müsst ihr später dann nochmal lang. Dann sind die auf jeden Fall nicht mehr da. Sonst machen die netten Jungs euch das Leben zur Hölle. Oh oh. Ja, toll. Echt toll. Und da kommen auch schon 2. Okay, ich würde sagen, die ist Geschichte. Den einen, den mache ich jetzt mal von hier vorne klar. Nein! Hat er was aufgenommen? Ey, das gibt's doch nicht. Ey, hau mal ab. Jawohl. Ich würde sagen, da ist dir einiges durch den Kopf gegangen. Ja, Sebastian, lass die Knarre nach. Jawohl. Ja, das geht doch schon mal. Ja, den brauche ich jetzt natürlich nicht mehr abfackeln. Wenn der keinen Kopf mehr hat, dann steht er auf jeden Fall auch nicht mehr auf. Das ist ja sehr einladend. Das ist ja schön, dass hier die Tür aufgeht. Aber ich habe da der einen gerade voll den Kopf weggeschossen. Wo ist denn die hin? Ach, hier vorne. Warum hinterlassen die kein Gel? Das ist natürlich scheiße. Ich weiß jetzt nicht so genau, dass... ob, wenn ich die abfackeln würde, ob ich dann Gel bekomme. Nee. Es dauert eine Weile. Die verschwinden. Der hat jetzt hier 100 Gel für uns gehabt. Ich denke mal, dann wird die nette Dame hier vorne jetzt auch gleich verschwinden. Los, verschwinde. Rück das Gel raus. Sebastian braucht wieder Rasiergel. Einen Rasierer haben wir zwar noch nicht gefunden, aber vielleicht werden wir den noch finden. Oh, 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 oh. Nein, ich will nochmal raus. Ah, toll. Ich wollte mich da draußen nochmal umgucken. Die Möglichkeit wird uns leider nicht gegeben. Gibt es hier noch irgendwie was? Kann ich hier eine Schublade öffnen? Nee. Und ich bin echt auf der Hut, weil ich bin ja in der einen Folge 2-mal ganz schnell hintereinander in eine Sprengfalle reingetreten. Hoffentlich passiert mir das nicht nochmal so schnell.
Daher immer schleichen. Ich guck mich erstmal hier unten um, bevor ich da oben die Treppe hochlaufe. Ah ja. Irgendwas höre ich hier doch. Läuft hier irgendwo einer rum? Ich habe eben Schritte gehört. Oder Basti, hast du das auch gehört? Ja, mehr Schuss können wir leider nicht aufnehmen. 6 Schuss haben wir jetzt in der Knarre und noch 10 in Reserve. Ich weiß auf jeden Fall, dass wenn ich wieder in diese eine abgedrehte Realität komme, so nenne ich das jetzt mal, also in diese Irrenanstalt, und wenn ich mich da auf den Stuhl setzen kann, werde ich auf jeden Fall die Reserve erhöhen von meiner Waffe. Und da haben wir eine Sprengfalle, die werde ich mal entschärfen. Mal gucken, ob das klappt. Bomben entschärfen. Wenn du die Nadel innerhalb einer Umdrehung im blauen Bereich anhältst, ist die Falle entschärft. Entschärfte Fallen bringen dir neue Teile für Fallen. Reiben tun sie auch ganz gut. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Nein! Was habe ich jetzt falsch gemacht? Ich habe gedacht, ich habe noch Zeit. Ich wollte das gerade so schön timen und nein, bam. Das war's dann. Scheiße. Naja, egal. Oh ja. Oh ja. Granate. Diese Stielgranate ist ein Relikt von vor 100 Jahren. Niemand weiß, wie sie in Privatbesitz gelangen konnte. Ja, das weiß ich auch nicht. Aber gut zu wissen. Die hätte ich da unten. Die belege ich mir jetzt auch einfach mal da hin. Genau. Und die Spritzen, die belege ich mir dahin. Genau. Jetzt bin ich auf jeden Fall auch wieder draußen. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Ey, da wollte ich gerade lang. Hallo, ich möchte da durch. Ja, mit anderen Worten, locken sie uns jetzt eigentlich direkt wieder ins Haus rein, wa? Ja, Basti, wir machen uns den eigenen Weg, wa? Wir schlagen uns hier einfach durch die Scheibe. Die Schuss kann ich immer noch nicht aufnehmen, aber gut zu wissen, dass da noch Schuss liegen. Und in dem einen kleinen Haus oder in der anderen kleinen Hütte da draußen, da liegen ja auch noch Spritzen rum. Oder eine Spritze vielmehr. Hier hätten wir auch eine Axt. Ja, die nehme ich mal mit. Falls ich Holz finde, Basti, ne, können wir auf jeden Fall irgendwie was klein hacken. Dann können wir uns ein schönes Lagerfeuer machen. Aber da ist wieder eine Sprengfalle. Die entschärfe ich jetzt wieder. Davon habe ich jetzt auch schon 12 Teile. Hier hätten wir wieder Gel. Ja, Basti, wie ich schon mal sagte, war, es wird langsam Zeit für den Rasierer. Ich meine, was sollen wir mit so viel Rasiergel nur anstellen? Hier könnten wir uns jetzt auch unterm Bett verstecken. Hier können wir auch eine Schublade öffnen. 2 Streichhölzer waren da drin. Ja, komm, wir spielen mal schnell verstecken. Runter unter das Bett. Aber hier kommt keiner. Was? Irgendeiner hat da gerade gerufen. Dem gehe ich gleich mal nach, aber ich gucke mich hier erstmal um. Hier könnten wir uns jetzt wieder unterm Bett verstecken. Das mache ich jetzt aber nicht. Hier könnten wir uns auch im Schrank verstecken. Das mache ich jetzt mal. Eine nette Abwechslung. Aber wo war der eine Typ, der hier gerade gerufen hat? Wer ist da? Nicht schießen!
Ich bin keiner von denen. Ich bin Doktor. Marcelo Jimenez. Sie waren vor dem Unfall in dem Krankenwagen, richtig? Ja, wir haben mit Glück überlebt. Haben Sie noch jemanden gesehen? Meinen Patienten Leslie. Ich habe ihn vorlaufen sehen, aber... Aber? Kommen Sie hier lang. Aber bitte leise. Ja, als ob ich jetzt hier rumschreien würde. Aber Doktor, warte mal kurz. Ich möchte mich hier erstmal umgucken. Wie immer möchte ich das. Ich möchte ja auch nichts verpassen. Ich werde schon einige Sachen schon noch verpassen, aber ich versuche das zu umgehen, indem ich mich gründlich umgucke. Die Wäsche scheint hier schon länger zu hängen. Hier kann ich nochmal rein. Da gehe ich auch nochmal rein. Ja, kannst du die Tür noch langsamer öffnen, Basti? Ganz ehrlich. Oh oh. Wir sind auf irgendeinem Dachboden. Da liegt auf jeden Fall eine Flasche. Hier gibt es nichts weiter. Ja doch, wir könnten noch mal Verstecken spielen. Ach so, ja, die Kartons. Habe ich eigentlich noch meine Axt? Wo ist denn meine Axt? Sebastian, wo ist die Axt hin? Haben wir die verlegt? Ja, habe ich gar nicht mitbekommen. Wo ist denn die? Na, auch egal. Ah ja, alles klar. Oh. Ich höre die Musik von dem Spiegel. Hier befinden sich zwei Sprengfallen. Na, ob das gut geht? Ich versuche mal wieder mein Glück. Jawohl. Oh, das war aber echt knapp. Zwei Streichhölzer. Die Kapazität von den Streichhölzern werde ich auch noch erhöhen. Ja, unser guter alter Sebastian Castellanos ist natürlich nicht der Stärkste im Fitnessstudio. Geht er wahrscheinlich auch nicht oft. Denn er kann nur fünf Streichhölzer gerade mit sich tragen. Die Streichhölzer, die müssen hier in dem Spiel so enorm schwer sein. Oha, 500 Gel. Oh, 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 oh. Ja genau, Sebastian. Wenn da eine Sprengfalle ist, versteck dich im Schrank, ja? Ob das was bringt? Ja, wenn wir uns anschleichen, dann können wir das Ding entschärfen. Wenn wir da so rangehen, sind wir hin. Oder wir verlieren auf jeden Fall viel Energie. Ich versuche es nochmal zu entschärfen. Drückt mir die Daumen. Hat geklappt. Ja, den Stuhl nehmen wir auch mit, ja? Irgendwo ist doch hier dann der Spiegel. Ich höre ja schon die Musik. Wir sind nah dran, ne? Hier hat man nochmal zwei Flaschen. Gucken, ob ich die brauche. Oh Mensch, Basti, ey. Mit Türen öffnen hast du es auch, oder? Sie da war die Krankenschwester. Ja, sie ist weg. Und wir sind wieder hier. Was hätten wir da? Irgendeine Notiz. Tagebuch von Sebastian Castellanos, Dezember 2004. Mein erster Tag als Detective. Meine neue Partnerin Myra Hansen ist ein echter Kracher, gut zu wissen. Zäh und geradlinig, genau mein Typ Frau, aber ich muss aufpassen. Sie hat mich fast dabei erwischt, wie ich mir ihren heißen Arsch angesehen habe. Guck mal an, Basti. Ja, dann gehe ich da erstmal rein und ich glaube, hier wäre auch ein Kammerjäger von Vorteil. Mein Kopf. Und wir sind wieder in der verschobenen Realität. Wenn es eine verschobene Realität ist, da habe ich ja immer noch nicht durchgeblickt.
ganz ehrlich, Sebastian, die Türen, die könnten wir auch mal schneller aufmachen. Im Moment stört es mich ja nicht. Aber ich mache mir da einen Spaß draus. Aber wenn mal irgendwelche Leute hinter uns sind, ja, dann wäre es echt von Vorteil, wenn du die Tür einfach auftreten würdest. Mal gucken, was sie jetzt wieder zu erzählen hat. Hier ist etwas, das sie gebrauchen könnten. Echt? Ja, was denn? Hier entlang, bitte. Na, dann komme ich doch einfach mal mit. Na, guck mal, Basti, die Frau macht die Türen wenigstens schnell auf. Sie reden wohl nicht viel. Aber dafür rede ich viel und dafür bin ich auch da. Detective Castellanos, haben Sie so einen Schlüssel? Ja, den habe ich. Und das sieht echt cool aus, wie du da mit dem Schlüssel rumwackelst. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich jetzt hier noch eine halbe Stunde verweile und mir das länger angucke. Aber ich lasse es lieber. Mit so einem Schlüssel können Sie eine dieser Türen öffnen. Ah ja, okay. Danke für die Information. Hier gibt es ja einige Schließfächer. Welches nehme ich denn? Eigentlich ist es ja völlig egal, oder? Ich fange mal hier hinten an. Der Inhalt gehört Ihnen. Kommen Sie jederzeit wieder, wenn Sie möchten. Ja, das muss auch drin sein, dass mir das gehört. Auf eBay werde ich das nicht verchecken, keine Sorge. Ah ja. Na toll, 4 Schuss kann ich davon nur mitnehmen. Was war denn das gerade? Das sieht nach Schrotmunition aus. Das heißt, wir müssen auch irgendwo bald jetzt eine Schrotflinte finden. Jetzt habe ich keinen Schlüssel mehr. Was gibt's hier noch? Ach ja, das ist übrigens mein Computer hier. Mit dem nehme ich die Let's Plays auf. Hier gibt es auch nichts mehr. Was ist das denn? Naja, egal. Hier scheint es nichts weiter zu geben. Ich setze mich jetzt mal auf den schönen Stuhl. Von wo kam ich denn? Ach, von da kam ich. Was ist das hier? Eine verschlossene Tür. Gibt es hier wieder neue Informationen? Tatsache. Vermisst. KCPD, Officer Oscar Connolly. Auf Patrouille verschwunden. Sein Wagen wurde am Stadtrand verlassen aufgefunden. Ja, den haben wir doch klar gemacht. Serienmorde gehen weiter. Polizei rätselt über Todesursache. Warum gibt es keine Spur vom Mörder? In der Nähe von Elk River wurden weitere Leichen gefunden. Die Anwohner fühlen sich in ihren Häusern gefangen. Na, ist doch schön. Komme ich jetzt da hinten wieder hin? Tatsache. Da wäre auch nochmal ein Spiegel, wa? Ach, wahrscheinlich komme ich da wieder zurück. Kann ich die Tür jetzt... Ach so, das ist die andere Tür, die von der anderen Seite verschlossen war. Okay. Ja, dann setzen wir uns doch mal auf den schönen Stuhl. Keine Ahnung, wo der Herr ist. Wahrscheinlich gab es ihn bei IKEA im Sonderangebot, aber das soll mich jetzt nicht weiter stören. Rauf da. Und dann werden wir doch mal was verbessern. Und zwar etwas von der Reserve. Auf jeden Fall kostet das hier 1000 Punkte. Dadurch kann ich aber 5 Schuss mehr in Reserve mit mir tragen. Das machen wir auch gleich mal. Was hatte ich noch gesagt? Spritzen, ja, das hätte auch was. Streichhölzer, auf jeden Fall. 2 kann ich davon mehr tragen. Und das kostet auch nur 500, machen wir auch. 3200 hätte ich noch. Ja, Spritzen, das hätte schon was. Muss ich mal gucken. Entweder das oder das. Weiß ich gar nicht. Was gibt's denn noch? Was kann ich hier noch bei Waffen machen?
Schadensmultiplikator. Ja, es wären 20% mehr Damage. Ob das so hinhaut? Ich bin ja auf kritisch gegangen, muss ich ja dazu sagen. Es würde jetzt 3000 kosten. Mache ich das oder mache ich das nicht? Magazinkapazität. Ja, das ist überhaupt nicht der Bringer. Für jede Stufe bis Stufe 4 gibt es nur einen Schuss mehr. Also ich kann einen Schuss mehr mit mir tragen. Dafür habe ich ja mehr in Reserve. Das lohnt sich schon eher. Genauigkeit. Ja, es kostet 500. Könnte man machen. Mache ich jetzt aber nicht. Was gibt es noch bei Fitness? Lebensanzeige. Toll. 10 Punkte mehr für 2000. Nee, lasst mal. Nahkampfschaden. So oft gehe ich auch nicht in Nahkampf. Spritzenwirkung. Okay. Ein Schuss bringt es dann viel mehr. Okay, alles klar. Nee, ich mache noch irgendwas bei Reserve. Das würde 800 kosten. Dann hätte ich noch 2400. Ah, schade. Wenn ich 100 Gel mehr hätte, könnte ich noch zwei Sachen machen. Aber 7 Streichhölzer gehen erstmal. Und ich mache noch das mit der Reserve. Nee, Quatsch. Ich mache noch was beim Kritisch. Genau. Dann wären wir schon mal bei 20%. Boah, 9000. Kostet Stufe 4 schon. Für 200 Punkte kann ich mir sicherlich nichts mehr holen, oder? Nee, es sieht nicht danach aus. Okay, dann war's das. Jetzt haben wir die Reservekapazität von den Streichhölzern erhöht, die Reservekapazität von der Munition und die Crit-Treffer. Und dann geht's wieder raus. Na geht doch, Basti. Du kannst doch Türen auftreten. Wer hätte das gedacht? Wir rennen jetzt erstmal da hoch. Wir müssen ja noch zu dem Doktor. Und hatte ich hier nicht irgendwo noch Schuss? Genau. Ach nee, es waren Streichhölzer. Egal, aber irgendwo hatte ich noch Schuss rumzuliegen. Die können wir jetzt auf jeden Fall mitnehmen. Und vielleicht finde ich ja doch noch meine Axt. Wer weiß. Die hatte ich doch hier vorne noch. Basti, wo ist die Axt? Wo hast du die hingelegt? Wir sind von hier gekommen. Ja. Türen auftreten ist jetzt genau dein Ding, wa? Ich renne hier nochmal runter. Ich glaube, da unten lagen nämlich nochmal die Schuss. Alles auf jeden Fall immer mitnehmen. Genau, da lagen die Schuss. Und da ich jetzt wieder ordentlich Streichhölzer habe, werde ich den jetzt hier abfackeln. Basti sah nämlich auch so aus, als ob er frieren würde. Dann wärmen wir uns doch mal schnell. Und ich hoffe, der hat hier auch Gel für uns. Nee, hat er wohl wahrscheinlich nicht, wa? War ja klar. Warum hat er kein Gel? Nee, hier lag auch nichts mehr. Wo war der Doktor nochmal? Was ist das hier? Ach, eine Leiter. Basti, kommst du da ran? Nee, wahrscheinlich müssen wir die von oben runterlassen, wa? Ah ja, Streichhölzer liegen da auch nochmal. Hier sind auch nochmal irgendwelche Kisten. Mal gucken, kann ich die kaputt machen? Tatsache. Aber wo ist denn jetzt der Doktor hin? Ach so. Ja, genau. Stimmt ja. Der ist ja hier lang. Und ich glaube, die Schuss, die waren auch in einem ganz anderen Haus, nicht in dem Haus hier. Ja, die werde ich nochmal finden. Mal gucken. Genau, hier kam der Arzt. Arzt, Doktor, alles eine Suppe. Whatever. Ach ja, da bin ich ja hoch.
Oh oh. Sehen Sie selber. Diese Dinger haben mich den ganzen Weg ins Dorf verfolgt. Mich auch. Die sind hier überall. Leslie ging durch dieses Tor. Oh Gott. Es sind zu viele, um sich durchzuschießen. Einer von uns könnte sie weglocken, während der andere das Tor öffnet. Sie sind der mit der Waffe. Wenn sie ja, und du bist der mit den tollen Ideen, wa? Wo ist er denn hin? War der eben gerade noch hier? Ach so, da hinten ist er raus. Jawoll! Zwei Granaten am Start. Auch nicht schlecht. Oh oh. Scheinliches Ding. Da ist eine Kurbel auf der Terrasse. Sie müssen sie betätigen, damit ich durch kann. Wird gemacht, Doc. Ach so, da unten ist der und jetzt mache ich das auf. Alles klar. Na denn, Doc, versuch dein Glück. Da unten ist er. Gute Idee mit der Fackel. Mal gucken, ob er es schafft. Mal gucken, wie weit er überhaupt kommt. Hey, hier drüben! Hier geht es lang! Der Alte geht dabei noch drauf. So schaut's aus. Und hier wurde ein Kontrollpunkt gemacht. Und ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich diese Folge erstmal. Ich hoffe, euch hat es gefallen und der ein oder andere von euch schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dann sage ich Tschüss, Bye-Bye und auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play The Evil Within.